Schon geht's los. Wahnsinn. Schauen wir, ob wir heute fertig werden. Ja, ich denke mal, Zeit haben wir nur, oder? Ich denke, ich weiß nicht, wann du schlafen hast. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Was? Ja, jetzt habe ich mich verschluckt. Gott, hoffentlich weiß ich noch, wie man das steuert. Ich muss auch noch schauen. Oh, das ist neu. Oder? Wedgie Burger's back open, health violations no longer a problem. They tried to shut me down, they couldn't take me out, they wanted me to shut up. You can't stop the wedge. Wedgie Burger, come down, get some potato wedges. Oder kennen wir das schon? Ja. It's five delicious vegan patties between two homemade buns. Boiled twice, so it's extra chewy with ketchup, cheese, and fun. Delicious! The new five-patty vegan boiled burger is fun for the whole family. And made with 100% stuck-up, free-range vegan. Burgers may cause irritable bowel, partial blindness, itchy ears, involuntary liver convulsions, loss of appetite. Wedgie Burger's not responsible for any medical problems arising from digestive system failure. What are you looking at, you sick perv? Ich weiß gar nicht, ich kann mich zumindest noch mal dran erinnern. Keine Ahnung. Den gehen wir schon. Den gehen wir auch schon. Der Freiburg. Coming up on KTV, tune in for a very special episode of We Like Me. Featuring mysterious entities from the black hole. Hypnotic galaxy juice. Poisonous Shadow Woofer from Planet Norma. Be sure to tune in to We Like Weird every week cycle at 32 PM Extragalactic Time. Only on KTV. Na, so viel habe ich auch schon mal gesehen, wo ich besucht war. Ja. Da sehe ich auch so in die Sonne. Creepy. Sollen wir jetzt mal wieder schauen da, wie es funktioniert. Also, Rätsel auf dem Turm, was ist da? Achso. Ja. Ambient temperature 92 degrees. Okay. Vital signs nominal. Gut, nochmal Mission anschauen. Wo aktiviere die Kristalle? Oh Gott. Wenn da so eine Ahnung davon hätte, wo wir da waren. Ja. Ich weiß es auch nicht. Zentrale Tür braucht Energie. Zentraler Kern, drei kleine Türme. Aha. Erstmal wieder an Steuerung gewohnt da. Gut. Ja. Dann die komischen Zombie-Viegel. Malik. Also der, wo zockt er denn hier? Auf. Was ist? Wenn man wieder ewig erst einmal mit Suche beschäftigt sein. Ja. Haben wir da letztens nicht schon gescheitert? Es ist zu lang her, meine Zunge. So, der sagt ja da hinten. Haben wir einen falschen Turm. Geht's denn da hin? Dann können wir da hier ohne abzustützen. Ho! Ja. Oh Gott, wie. Hopp! Wie springe ich denn eigentlich? Warum da der Boost? Das ist. Bei mir alt.
Ach so, ja, genau. Oh, jetzt. Bist du wieder hier? Du kommst schon mal Richtung, genau. Bist du drüben oder was? Noch nicht. Na, da nicht. Oh, oh. Hä? Schau dir auf deinen komischen Kompost da. Ja, sag, wo, dass du da drin bist. Ja, ich bin der weiß, die weiße Kugel. Ach so, jetzt seid ihr. Ach, da oben bist. So. Ja. Und jetzt? Ah, ja. Das ist, wenn man die Steuerung nicht mehr beherrscht. Geht schon gut los. So. Jetzt steh ich da. Bist du abgestürzt? Ja, weil ich nicht mehr gewusst habe, wo sie geht. Ja, genau, da wollte ich hier, aber das. Mein Sprungtasten nicht mehr gefunden. Oh je. Wie. Ach ja, Doppelsprung, das war's. Ja. Gott, ich bin schon wieder total verschwitzt. Du willst jetzt sehen, wie ich da sitze. Ich war total verkrampft. Oh, oh Gott. Pff, das war mein Glück jetzt. Ja, du bist genauso angespannt, hä? Und schon wieder ganz nasse Hände. Ja, Gott sei Dank. So. Und jetzt wird's leichter. Na, Gott sei Dank. Ja. Achso, das war irgendwas mit Strom. Das müssen wir, glaube ich, erst sammeln, oder? Schockfrucht, ich hätte da irgendwas. Ich weiß nicht, ob das war. Dann schauen wir da. So. Hey, wie bist denn du reingekommen? Ja, ich habe eine Schockfrucht in die Hände genommen und hab's dann benutzt. Hab ich jetzt auch gerade gemacht, aber die Tür rührt sich nicht. Nein. Wie cool ist. Bist du eh offen? Ja, wenn ich hingehe, geht's wieder zu. Ja, genau, wenn's zu ist, musst du die Frucht benutzen da. Da geht's auf. Und dass wir das letzte Mal nicht gesehen haben, das verstehe ich nicht. Oder? Nein, das ist doch so gar nichts zum Klettern. Hä? Wie benutzt man die blöde Frucht? Aktiviere Kristalle. Oh, jetzt haben wir wieder soweit. Ich kapier das nicht mit der blöden Frucht da. Jetzt schauen wir mal zu. Bist du los? Bist? Jetzt ist er weg. Ich hab meine Schockfrüchte geholt. Achso. Nutzen, durch, fertig. So, bei mir geklappt. So, jetzt haben wir da wieder, genau. Was könnte man da eigentlich machen? Ich glaube, das ist Heilung gewesen. Okay, dann ist das wahrscheinlich nicht die Rätsellösung. Ja,
Und genau, da sind wir nicht weitergekommen. Genau. Oma, da warten wir so komische Elektro-Kugeln, aber wie kommst du denn da auf? Ja, die haben wir letztens auch gesehen, da haben wir uns dann gewundert, wie wir hier überhaupt aufgekommen sind. Einen Scanner benutzen. Gott, wir waren das mit dem Scanner. Ein Tabulator. Ach so, ja. Der verrot da nicht viel. Ich schau jetzt nochmal außen. Ob du irgendwie von außen aufgekommen oder so. Ja, was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es wird wie so wieder so versteckt sein, dass wo wir uns dann ans Hirn gelangen. Das ist so einleuchtende Lösung, dass wir uns auch ans Hirn gelangen. Zuschauer werden sich auch ans Hirn gelangen, wenn sie denken, Gott sei Dank, wie blöd. Die werden schon teilweise die Bildschirme aufschreien. Da! Da! Oh Gott! Na genau, ist ja cool, Weg nach oben. Also innen, oder? Muss irgendwie innen gehen, ne? Ja. Hopp. Oder... Warte mal, kann man die Früchte nicht da irgendwie schmeißen? Ach, ich hab ja keine... Wachsen die nicht wieder noch da hinten? Doch, doch. Gehen wir da schon wieder ein paar drauf. Schneller mal. So. Ich hab gestern auf die Nacht nochmal die Folge angeschaut am Anfang. Na, die sind schick, bin. Ah, da gibt's Heilung. Zack, tot. Naja, da hast du auch noch Spaß gehabt. Ja. So, aber irgendwie hab ich doch werfen können. Wie war denn das? Naja, ich hoffe es doch nochmal auf. Ja, warum fahre ich jetzt Obi? Ja. Ja. Da ist auch was hinter dem Stor. Aber wie es da hingekommen ist, keine Ahnung. Ja. Regner haben wir ja nichts, oder? Na, und ist also Ortsong im Scanner nochmal, denke ich mal. Oh, ja, gut. Wie schmeißt man jetzt die? Und schnell. Kostenbelegung anschauen. Also Werfer kann ich mit Q. Aber mit die Kuh nicht schmeißen. Die platzt dann in der Hand, die Schockfrucht. Ja.
Achso, ja, das ist scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt laufe ich meinen eigenen Schlafen rein. Das kann doch nicht so schwer sein, eigentlich. Das gibt's nicht. Irgendwie hochklettern. Kann das sein? Hopp! Das hab ich auch schon versucht, wieder. Hopp! Ja, Gibt's auch keinen Greifhaken oder irgendwas? So. Oh, wenn wir lange nur überleben, ja, wunderbar. Es war im Dunkel gleich wieder. Ja. Zieh! Oh Gott! Wow! Ja, bei dem Ohr kann ich nicht durchduckeln. Oh ja. Der Skorpion. Oh! Da war der, ja gut, lebensendig war da genug da gewesen eigentlich. Wenn man nicht dran denkt. Ja, war ganz easy eigentlich, gell? Ja, hast du das gemacht? Das darf ich gar nicht sagen, weil... Das ist so peinlich. Das ist wirklich ein Facepalm. Ja, du sollst da durchspringen. Wow! That one was juicy! Bonus loot! Da, du siehst ja die Kugeln da an dem Apparat, ja, oder? Ja. Hätten wir ganz normal unter Strom sitzen müssen. Na, super. Oh, sag ja, das ist Facepalm. Ja, ich bin gleich hier. Oh Gott, ich mach lauter Scheiße jetzt hier vor mir. Hey. Oh Mann. Auf ihn. Oh Gott, jetzt bin ich auch gleich. Das mit den Laser wäre ich nicht. Nie im Leben der Bunker. Ah, hör auf jetzt! Oh! Hört sich auf. Oder? Leck, wo am Lebenspunkt? Oh nein, was gibt denn jetzt? Oh Gott, war der Unimus. Just remember, you did your best. It wasn't very good, but it was your best. Love you all. Nicht so schlimm, sagt's, ja. Oh Gott. Ja, ich bin eh vorm Rechner jetzt. Dann hat mir die Hände vor das Gesicht geschlagen. Temperatur 92 Grad. Bioscience nominal. Slam-Fibian, glaube ich, oder? Hä? Ach, Rätsel auf dem Turm jetzt.
Ach, unsere Ressourcen. Ach Gott, jetzt wieder da aufspringen. Ja, ich hab's mir gedacht. Scheiße. So, müssen wir wieder von vorne anfangen, hoffentlich nicht. Oh je. Ach du Scheiße, ich bin wieder von vorne. Ja, ja, dann. If you can survive long enough, the shield will run out of energy and expose the crystal. Oh, that's what you're saying. Oh, no. Die scheiß Viecher mega bloß wie. Oh, es geht weiter. Das war schon mal frisch. Boah, jetzt kommen die auch noch. Die Viecher, die brauchen wir da auch noch dabei, ja. Jetzt gibt es Biste. Noch wo wir leben. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Laser hasse. Ja, er hört auf, wenn er mal. Ich bin ebenfalls gleich hier. Ja. Ich hab's überlebt. Aber jetzt kommt's anders noch. Einen halberten Balken hab ich noch. Oh nein, geht's weg. Das reicht jetzt langsam. Da ist ja Leben übrigens eingegangen.
Ah, danke. Is it? Oh! Oh. Great job. Now go power it up. Boah. Alright. Time to find out what the hell this tower is for. Either it's something dangerous and Kindred gets the Defense Corps to scorch this planet, or it's not. Just head inside the Central Tower and power this bad boy up. Okay, I don't want to freak you out, but here's the latest recording from the tower. Mm-hmm. I think he's talking. Not sure we can translate, but I'm archiving it so we can work on it. And immediately sending it to Kindred in case you die here and never return home. Ja, hold on. Gibt's einen einfachen Weg, ja? Ah, da hinten. Ja. Ich hab jetzt auch gerade gesucht. Das. So, yes. This is your body. I suggest not staring too long. Might help to avoid a complete existential meltdown. Ein trauriger, lebloser Körper. Aha. Mario Jump'n'Run machen. Ja, wir oder was? Ja. Oh. Hey, hupf immer nicht. Schau mal, was uns da erwartet. Lass uns eine losen. Ja. Ja, ciao. Wenn man schon wieder falsch scheint. Sogar der zentrale Turm. Alles für die Wissenschaft. Ja.